Hallo meine lieben Cyberpunk-Freunde, euer Pain ist wieder am Start. Im heutigen Video geht es natürlich um Cyberpunk 2077 und ich zeige euch, wie man Geld und Level so schnell wie möglich glitchen kann. Probiert es unbedingt aus und bleibt dran. Als erstes mal, klar, viele mögen natürlich nicht, dass es glitcht und dass man cheaten kann, aber wer schon länger dabei ist, ist sich dabei klar, dass in alle solche Spielen, eben wie GTA oder im Spiele, die man halt Geld machen kann und es ein Offline-Modus ist, man schadet ja niemanden, man kann sich einfach alles leisten im Spiel. Und solange die Glitches funktionieren, soll man es auch unbedingt machen, weil die werden sicher alle wieder korrigiert, dass man es dann nicht mehr benutzen kann. Das müsst ihr unbedingt aufnehmen, das ist wichtig. Die Mission heißt I Walk the Line. Wenn ihr natürlich schon bei der Mission durch sind, müsst ihr euch selber entscheiden, ob ihr eventuell ein altes Speicher nochmal zurückladen möchtet oder ob ihr das Spiel vielleicht sogar neu startet. Weil man kann wirklich bei dieser Mission, wenn man das richtig anstellt, kann man, ich habe es ausgerechnet, man kann circa, wenn alles rund läuft, kann man circa 1,5 Millionen in einer Stunde machen. Plus, man hat noch einen Level-Up und den Street-Level geht up. Also ich habe in 2 Stunden, habe ich circa 2 Millionen gemacht und mein Street Level war dann Level 50 und mein normales Level war schon Level 20. Und das ist, das passiert bei der Hauptstoryline I Walk the Line. Da bekommt ihr eine Mission, da müsst ihr hier reingehen und wichtig ist mal zuerst alle Gegner zu töten. Und wenn ihr alle Gegner ausgeschaltet habt, gibt es nur noch einen Boss, den ihr töten möchtet. Da spule ich jetzt gleich nochmal vor. So, jetzt habe ich alle Gegner getötet, da ist jetzt nur noch der Boss. Ich habe hier noch einmal sicherheitshalber das Spiel gespeichert. Ein neuer Speicherstand würde ich euch empfehlen. Ich würde auch, bevor ihr überhaupt in die Hallen reingeht, einen Speicherstand machen, falls irgendwas schief gehen sollte. Seine Schwäche ist natürlich Kopf und Rücken. Ich habe ihn jetzt hier eigentlich mit dem Gewehr und mit der Pistole angeschossen und am Schluss noch ein bisschen mit der Katana. Wenn ihr natürlich noch einen tiefen Level habt, ist er extrem stark, aber ansonsten ist er eigentlich machbar. Wichtig ist, dass ihr ihn jeweils tötet und wenn ihr ihn tötet, ist er noch nicht ganz tot, er ist dann irgendwo noch am Boden, er bewegt sich noch ein bisschen. Da müsst ihr dann natürlich wieder abspeichern und dann speichert ihr bzw. ladet ihr das, was ihr abgespeichert habt, wieder hoch und dann tötet ihr ihn. Bei jedes Mal, wenn ihr ihn tötet, kriegt ihr 30.000. Plus ihr kriegt natürlich noch Erfahrungspunkte und Street Level. Und so, jetzt habe ich ihn geholt. Das hat mir jetzt schon mal 15 gegeben. Deswegen die grobe Rechnung. Ab und zu kriegt ihr nur 15.000, ab und zu 30.000. Deswegen, ich kann nicht sagen, wie viel dann im Endeffekt ihr macht. Ihr seht, er irgendwie bewegt er sich noch. Ihr könnt ihn natürlich schon looten. Und nachdem ihr ihn gelootet habt, tut ihr einfach das Spiel speichern. So sieht Street Card, Street Creed Level geht auch hoch. Danach geht ihr natürlich mit der Optionstaste zu Spiel speichern. Und nachdem ihr das Spiel gespeichert habt, ladet ihr eigentlich genau den Spielstand von vorhin und ihr könnt ihn dann wieder abstechen und ihr kriegt dann jeweils 15 oder 30.000. Ich habe dann mal ausgerechnet, wenn ihr jeweils in... Ich habe den Vorgang mal ausgerechnet. Es dauert circa eine Minute, wenn natürlich eure PlayStation und das Spiel gut mitmachen. Dauert der Vorgang eine Minute. In einer Minute könnt ihr entweder 30 oder 15.000 machen. Das heißt, in 60 Minuten jeweils könnt ihr circa 1,8 Millionen machen.
Angenommen, ihr seid ein bisschen langsamer oder ihr kriegt halt leider immer nur die 15.000, was auch sein kann, dann macht ihr trotzdem in einer Stunde 900.000, fast eine Million. Man kann in diesem Spiel nicht schneller Geld machen. Es gibt noch Möglichkeiten, man kann jeweils bei diesen Geräten die Cola-Dosen kaufen, die Cola-Dosen verwerten und danach in einen ATM verkaufen. Das ist auch ein Glitch, den kann man auch machen, falls man jetzt jeweils diese Mission schon verpasst hat. Ihr seht, ich bin jetzt wieder da, ich habe geladen und ich steche ihn wieder ab. Jetzt ist es rot angezeigt, jetzt habe ich 30.000 wiederbekommen und Street Cred Level ist auch wieder hoch. Dann wieder Spiel speichern und dann wieder jeweils danach. Ihr könnt das auch überschreiben. Ich würde einfach so alle 10 Mal würde ich dann wieder einen neuen machen. Falls doch mal was passiert, seid ihr immer noch safe. Dann ladet ihr wieder und so weiter und so fort. Jetzt habe ich da ein bisschen vorgespult. Ab und zu steht auch Transfer 0, aber da müsst ihr einfach weiterschlagen, dann kommt das schon noch mit Transfer wieder 30.000. Ihr seht, ich bin jetzt schon hier über 2 Millionen. Ich habe das Spiel jeweils bei 1,5 aufgehört gehabt und danach mal weitergespielt. Dann habe ich gemerkt, hey, wäre eigentlich schade, wenn ich das nicht weitermache. Deswegen bin ich wieder zurück und habe hier wieder fortgesetzt. Und jetzt bin ich da schon bei 2,3 Millionen. Ich mache jetzt das wahrscheinlich noch bis 3 Millionen oder bis 3,5 Millionen und danach werde ich die Story fortsetzen. Ich bin eigentlich schon weiter gewesen, aber ich habe gedacht, hey, so ein Glitch, das wird sicher noch korrigiert und das muss man ausnutzen, solange es geht. Auch wenn man vielleicht nicht ein Freund vom Glitch ist, aber das Spiel ist leider extrem verbuggt und wieso nicht sich selber eine Freude machen mit Geld. Mit Geld kann man natürlich einiges im Spiel kaufen. Ich habe aber auch schon gewisse Sachen gefunden. Das werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Die beste Pistole, die man finden kann. Der schnellste Wagen. Und das alles gratis. Wenn ihr neu seid, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, einen Like dazulassen. Kommentiert, ob euch der Glitch geholfen hat. Und ich hoffe, auch ihr werdet reich bei Cyberpunk. What do you think now? Can you feel my power?